So, ich bin jetzt kurz vor Konstanz. Also, ja, kurz. Schon noch so 20, 30 Kilometer. Aber es geht jetzt ab jetzt nur noch bergab. Man sieht hier hinter mir den Ausblick. Das ist, wo ich jetzt dann runterfahren darf. Darauf freue ich mich jetzt so richtig. Wirklich bestechen. ja, ich hatte heute Morgen tolles Meeting mit meinen Kolleginnen und Kollegen und heute Abend ist bei mir USR, also die R-User-Konferenz auf dem Plan. Da haben wir einen Inkubator-Session, nennt sich das, zum Thema Research Software Engineering und was die R-Community für ja, das RSE-Movement machen kann. Da freue ich mich auch schon toll drauf, weil das ist ja ein Thema, das mir auch ganz wichtig ist. Es ist einfach, dass wir Software in der Forschung mehr würdigen und auch Karrieren ermöglichen für Menschen, die im Bereich Software arbeiten. Ja, generell habe ich mir die letzten Tage so ein bisschen Gedanken gemacht zum Thema, wie kann man eigentlich Forschung bewerten und ich denke immer mehr, dass man eigentlich mehr so drüber nachdenken sollte, ob man nicht über Portfolios arbeitet. Also, dass einfach jede Person ein Portfolio aufbaut mit Sachen, die man herzeigen kann, die man gemacht hat, anstatt zu sagen, okay, wir zählen irgendwie die Papers, die jemand geschrieben hat oder die High-Impact-Faktor-Journale, in denen man publiziert hat, weil das ist ja irgendwie auch alles Quatsch. Und ich denke, so in anderen Bereichen geht es ja auch. Klar, das ist dann oft mehr so visuell wie bei Architekten oder Modellen oder so. Aber warum eigentlich nicht? Man könnte es zumindest mal ausprobieren oder drüber nachdenken. Genau. Wenn es jemanden gibt da draußen, die oder der sich darüber schon Gedanken gemacht hat, gerne melden, vielleicht komme ich dich besuchen und mache einen Podcast mit dir. Genau, und jetzt freue ich mich auf die schöne Abfahrt. Und dann melde ich mich wieder, wenn ich in Konstanz bin. Ciao!